Rosie! Wo zum Teufel ist sie? Hast du ihr ihre Waffe gegeben? Gut. Du musst es für uns benutzen. Draußen ist eine Gruppe Jäger, die wieder reinkommen will. Die braucht unsere Hilfe, den Weg freizuräumen. In den letzten paar Tagen sind mehr unterwegs als sonst. Fast als ob etwas ihre Aufmerksamkeit erregt hat. Wie zum Beispiel, naja, eine Explosion oder ein Autounfall. Vai. Was? Ich sag's ja nur. Irgendeine Erklärung muss es geben. Willst du etwas andeuten? Naja, ich spekuliere bloß. Hallo Clementine, ich bin Violet. Sehr erfreut. Du hast's gehört. Okay, Jungs und Mädels, sie kommen! Dann los! Seid draußen vorsichtig. Ignorier Violet hier. Fix einem ans Herz. Wirklich. Ach das? Das ist dein Stuhlbein. Ich nenne es Holzi. Du bist, glaube ich, verknallt in die, kann das sein? Nein, ich will helfen! Du musst für mich aufpassen. Ruf heraus, wenn du was siehst, ja? Okay. Wir sehen uns nachher. Klick deine Events. Wenn man es auf die Altmode schaut. Anscheinend ist bei Ihnen noch alles dran. Los, gehen wir Ihnen entgegen. So, das ist der letzte. Jo, hier drüben! Gutes Timing. Sehr viel länger können wir sie nicht abwehren. Allerdings, wo kommen all die Beißer bloß her? Wir reden darüber, wenn wir sicher hinterm Tor sind. Haltet Ausschau nach Nachzüglern. Du bist gar nicht so übel, angesichts der Umstände und so. Du hast ein Problem mit mir. Geben wir ihnen den Rest. Wir wollen ja nicht, dass sie noch mehr Beißer zur Schule locken. Diese Aufräumarbeiten.
Hey, ist doch gut, ist doch gut. Ihr freundet euch langsam an, Rosie und du. Ich hatte mal eine schlechte Erfahrung mit einem Hund. Rosie kann dir helfen, drüber wegzukommen. Sie ist echt knuddelig. Außer, wenn sie Beißer in Stücke reißt. Der Beißer kam aus dem Nichts. So, der Spaß ist vorbei. Gehen wir rein. Ich bin am Verhungern. Nicht nur du. Wie war es da draußen? Was meinst du, wie es war? Sei lieb, Asim. In der Sicherheitszone ist fast nichts mehr. Es reicht kaum für heute. Wir müssen weiter auskundschaften, wenn wir Essen für den Winter wollen. Wir reden später darüber. Nichts da. Wir sollten sofort darüber reden. Verdammt, ich hab später gesagt. Ah, du hast es geschafft. Der Auftritt hat eine 2+ verdient, Y. Du warst schon besser. Leck mich. Dann halt eine 2-. Aber Clem hier, eine solide 1. 1+. Sei nicht eifersüchtig, Y. Steh drüber. Du hast da draußen auch gute Arbeit geleistet, Louis. Das ist nett von dir. Und zutreffend. Du läufst direkt in seine Falle, weißt du? Pappalapapp. Sie sagt nur die Wahrheit. Genau wie ich. Die sind echt gut, was die Monster angeht. Hey Leute, das Essen ist fast... AJ! Alter! Der Kleine kann wirklich zuhauen. Ja, du darfst dich nicht an ihn ranschleichen. Er hat ein Problem damit. Schmerzhafte Sache. Hör mal, er kann Leute nicht in die, du weißt schon, schlagen und dann mit ihnen zusammen essen wollen. Ich rede mit ihm. Hey. Hey. Was guckst du dir da an? Was macht der Vogel da? Das ist eklig. Er soll aufhören. Er macht das Gleiche wie wir. Überleben. Aber wir essen keine Monster. Aber wenn wir es könnten, würden wir es tun. Ich nicht. Wenn du meinst. Ich nicht. Eklig. Ich wollte ihn nicht hauen. Ich wusste nicht, dass es Marvin war. Marlon. Stimmt. AJ, die werden dir bestimmt verzeihen. Wir sollten mit ihnen reden. Aber sie mögen mich nicht. Ich kann es spüren. Glaub mir. Sie kennen dich nicht, AJ. Wenn sie dich erst kennen, mögen sie dich sicher so sehr, wie ich dich mag. Ich weiß nicht. Marlon war total wütend. Und das Mädchen hat mich angeschrien. Ich habe Angst vor ihnen. Hör zu, AJ. Wir haben seit Tagen nichts gegessen. Das Auto ist weg. Und auf der anderen Seite dieser Mauern sind Beißer. Willst du wirklich wieder da raus? Nein. Also entschuldigen wir uns bei Marlon. Gleich jetzt? Wir sollten unseren Mut zusammennehmen. Reden wir erst mit den anderen. Ich soll ihnen helfen, Freunde zu finden. Ja, das wird gar nicht so einfach. Okay. Bei wem fangen wir an? Eigentlich müssten wir bei Louis anfangen. Ich weiß nicht, ob der jemand Treue schwört. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Also der Erste, mit dem ich reden würde, wäre Louis. Ja, es riecht nach Rosmarie. Hey, Leute. Clem, AJ, das ist Omar. Pardon, Omar, der Koch. Hallo, und nein, es ist noch nicht fertig. Omar ist Perfektionist. Wenn der Geschmack etwas daneben ist, muffelt er eine Woche lang. Man hat die Wahl, essen oder gut essen. Man braucht nur etwas Geduld. Ich sag euch Bescheid, wenn's soweit ist.
Okay. Ich will eigentlich mal mit jedem hier reden, weil das gehört irgendwo dazu. Hallo? Hallo? Ach, hallo. Ihr seid Clementine, nicht wahr? Ja, du bist Azim. Was schreibst du denn? Was heute geschehen ist. Ich halte alles fest. Wie in einem Tagebuch? Ich betrachte es eher als Historie. Die, die nicht aus der Vergangenheit lernten und so. Du schienst vorhin echt wütend auf Marlin zu sein. Er reduziert die Sicherheitszone immer weiter. Wir haben immer weniger Orte zum Jagen. Was bedeutet, dass wir auch immer weniger zu essen haben. Das neue Mädchen hat den Jägern bei der Rückkehr geholfen. Sie hat... Hey, halt die Klappe. Das darfst du nicht lesen, Kleiner. Gib es her. Es lag doch hier. Na und? Na, es lag doch hier. AJ, gib es ihm zurück. Okay. Danke. Dieses Ding ist die einzige Möglichkeit, mal ungestört zu sein. Das muss ich mir erhalten, versteht ihr? Ich muss das bis zum Abendessen beenden. Tja, ich will ja nicht unhöflich sein, aber... Ciao. Klar, man hätte ihn auch weiterlesen können. Da hätten auch irgendwelche Geheimnisse drin stehen können. Über alle hier. Das war das Gegenargument gewesen. Aber ich habe gedacht, nein, lieber nicht. Ich kann nicht. Noch nicht. Okay. Reden wir mit jemand anderem. Warum nicht? Ich will aber. Okay. Okay, da ist ein Grab. Und zwei, die wir wohl noch nicht kennen. Aber hier haben wir auch noch jemanden. Da ist das Mädchen, das ich gebissen habe. Ja, willst du mit ihr reden? Um mich zu entschuldigen? Zum Beispiel. Sie macht mir Angst. Sie ist immer wütend. Du schaffst das. Mach es so. Sag ihr, warum du es getan hast. Wegen meinem Problem? Ja, du musst dich deshalb nicht schämen. Sei einfach ehrlich. Ja? Tut mir leid mit dem Beißen. Das mache ich, wenn ich Angst habe. Ich wollte das nicht, aber ich hatte Angst und es tut mir leid. Ich hoffe, dein Finger ist okay. Ach, Zwerg. Ist schon okay. Wir alle spielen etwas verrückt, wenn wir Angst haben. Danke, dass du dich ehrlich entschuldigt hast. Geschafft! Das hast du. Man muss immer so ein bisschen, den Mittelweg, glaube ich, finden. Wann entschuldigt man sich? Wann ist man ehrlich? Und wann ist man, ich sag jetzt mal auf gut Deutsch, das größte Arschloch? Weil zu Marlon war ich am Anfang auch das größte Arschloch, aber ich muss es einfach sein. Da hätte ich nicht mit Ehrlichkeit kommen können, weil dann hätte ich mich selber geschwächt, ihm gegenüber. Ich habe so nach dem Motto gesagt, hey, nee, mir egal, was mit AJ eigentlich ist am Anfang. Hör auf, Ten. Hab gehört, dass euer erster Eindruck nicht der beste war. Es war nicht meine Schuld. Ten. Ich habe mich nur geschützt. Ich wollte doch nur helfen. Das wusste sie nicht, Ten. Du hättest sicher das Gleiche getan. Ja, wahrscheinlich. Was ist das? Unser Friedhof. Ihr habt es noch nicht aufgegeben? Naja, nicht ganz. Wer ist hier begraben? Eigentlich niemand. Hier haben wir die Sachen von Tens Schwestern vergraben. Minnie und Sophie. Zwillinge. Wir haben sie vor etwa einem Jahr verloren. Wir ehren sie. Sollten wir das auch tun? Vielleicht? Sowas habe ich noch nie gesehen. Nein. Lass sie einfach in Ruhe. Okay. Ich bin froh, dass du nicht auf einem Friedhof bist. Clem? Ja? Ich kann jetzt. Mit Marlin reden. Okay.
Warum jetzt auf einmal? Oh, oh. Clementine, nicht wahr? Ich bin Brody. Er ist ein süßer, kleiner Kerl. Da draußen gibt es nicht mehr viel, was süß ist. Ich hatte nur Glück. Er ist von Natur aus gut. Von Natur aus gut? Das ist selten. Entschuldigung fürs Hauen. Können wir bitte hier bleiben und Abendessen und nicht draußen in den Wald gehen und von Monstern gefressen werden? Halb so wild, Kleiner. Du kannst es wieder gut machen, wenn du mir deine Schlagtechnik beibringst. Hast ganz schön Wumms. Hey Clem! AJ! Essen ist fertig! Ihr habt euch doch euer Abendessen verdient. Was passiert, wenn der erfährt, dass AJ eine Waffe hat? Ich will nicht wissen, was dann passiert. Dann schmeißt er uns raus. Meine Damen und Herren, das Essen ist serviert. Danke. Wow. Ich weiß nicht, wann wir zuletzt was Warmes gegessen haben. Das ist echt lecker. Also wirklich. Was hast du bloß für Manieren, AJ? Gute Nacht. Gute Nacht. Clem. Tut mir leid, Kleiner. Sie haben sicher so viel gegeben, wie sie konnten. AJ, hey. Ich bin satt, Kleiner. Du kannst es haben. Wirklich? Claro. Ich bin fertig. Mhm, ich auch. Und jetzt? Hör zu. Es wird Zeit für etwas sehr Wichtiges. Oh Gott, gute Nacht. Violet, es ist soweit. Welches Spiel spielen wir heute, Lou? Krieg. Das älteste Spiel, das es gibt. Es wird von Mensch und Tier gespielt. Das einzige Spiel, was zählt. Das kenne ich nicht. Ich kenne nur ein Kartenspiel für weniger Leute. Keine Angst, du lernst es schon beim Spielen. Es ist simpel. Jeder bekommt einen Stapel Karten, jeder dreht eine um, die höchste Karte siegt. Und der Sieger darf Claire meine Frage stellen. Was? Ich will euch kennenlernen. Wir alle wollen es. Und wenn ich gewinne? Dann kannst du uns was fragen. Das ist fair. Moment, was ist mit AJ? Er hat wohl einen Freund gefunden. Komm schon, für eine Runde kannst du mal die Augen von ihm abwenden. Eine kleine Pause schadet euch beiden sicher nicht. Oh, ja, vielleicht. Er hatte nie jemanden in seinem Alter. Er musste erwachsen werden, bevor er Kind sein konnte. Gut, dass er sich wieder wie ein Junge benehmen kann. Louis, legst du los? Gut gemacht. Wegen AJ. Wo sind AJs Eltern? Ihr zwei seht nicht verwandt aus. Was ist passiert? Sie sind tot. Sie waren gute Leute. Meistens. Das ergibt Sinn. Er ist ja auch gut. Meistens. Hey, ich hab gewonnen. Hey, stimmt. Also, was willst du wissen? Hä? Ich würde jetzt was ganz anderes fragen. Komm. Okay,
Was ist das Ekligste, was ihr gegessen habt? Definitiv Pferdeaugen. Nacktschnecken. Honigmelonen. Komm schon. Alter, ich hasse Honigmelonen. Ich habe mal ein Bein gegessen. War ein Witz. Wirklich? Oh yeah! Los, raus damit. Also, hattest du mal einen Freund? Oh, du meine Güte. Was? Es kommt vor. Es ist eine gute Frage. In welchem Zusammenhang? Ich kann nicht sagen, ob ich eine Freundin hatte. Ich hatte noch keine. Ah, das hätte sie ganz sicher nicht erwartet. Niemals. Nicht ein einziges Mal? Niemals. Ah, gewonnen. Also, Clem. Du kannst nicht immer allein gewesen sein. Wer hat sich um dich gekümmert? Familie? Wer anders? Das ist immer so blöd, ey. Ich hatte auch Leute. Jeder hatte irgendwann mal Leute. Jetzt gibt's hier keine Erwachsenen mehr. Ich hatte mal Leute und jetzt habe ich keine. Verstehe. Wieder gewonnen. Stimmt, hast du. Schieß los. Na toll. Muss man dir alles fragen? Schlimmste Verletzung, die ihr gesehen habt. Ein Beißer, der so hart getroffen wurde, dass seine Augen rausgeflogen sind. Ziemlich cool. Jemanden, dessen Gedärme ganz raushingen. Wirklich ganz. Sie sind wirklich lang. Wir haben viele Gedärme. Einer hat nicht geantwortet. Okay. Violet gewinnt. Hier ist eine Frage, die ich immer gerne in die Runde werfe. Was meint ihr? Wer von uns vier wird zuerst sterben? Das ist echt daneben. Weiß ich doch. Huhuhu. Keine Ahnung, du? Wahrscheinlich. Warum wahrscheinlich? Du hast eine morbide Frage gestellt. Das ist deine morbide Antwort. Oh, Mann. Ich bin der beste Kartenspieler aller Zeiten. Stell deine verdammte Frage. Musstest du... Ach, schon gut. Was? Frag schon. Es ist keine angenehme Frage. Los, frag. Musstest du schon mal jemanden töten, den du geliebt hast? Ja. Louis. Hey, sie wollte, dass ich frage. Oh, da schweige ich lieber. Ich glaube, ich schweig. Ich schweig mal. Was, weil das ist blöd. Da halten die sich das fest. Für heute habe ich genug gespielt. Ja, das ist wahrscheinlich besser so. Du wolltest, dass ich frage. AJ, gehen wir. Gute Nacht. Nacht, AJ. Langer Tag, was? Ja, echt lang. Ich hoffe, du weißt, dass Louis es nicht böse meinte. Er ist nur der weltgrößte Idiot. Er ist mein bester Freund, ich darf das sagen. Entspannt euch. Schlaft. Und fühlt euch wieder wie Menschen. Kommt morgen früh zu mir. Wir können darüber reden, ob ihr länger bleibt. Wir dürfen bleiben? Wir können darüber reden. Sag mal, da hat er den wunden Punkt mitgetroffen, sag ich es mal so. Aber wenn ich die beiden in den Raum geworfen hätte, die beiden Namen, hätten sie mich dann da weiter ausgefragt und dann noch weiter ausgefragt und noch weiter ausgefragt.